Das Lebensfreude-Magazin. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich und wünsche dir pure Lebensfreude. Von A wie Achtsamkeit bis Z zur Zukunft erfährst du hier alles. Heute habe ich eine ganz, ganz wunderbare Interviewpartnerin an meiner Seite. Liebe Carolina Hicks, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Liebe Anja, liebe Zuschauer, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Aus ganzem Herzen. Liebe Carolina, du bist für mich so eine absolute Powerfrau und so eine Frau, die klare Ziele hat, ihr Warum kennt, ihr Mehrwert kennt und das auch umsetzt. Du gehst mit Höhen und Tiefen gleichermaßen richtig gut um. Es ist egal, was für ein Stolperstein dir in den Weg gelegt wird, du steigst einfach drüber. Und ich bewundere dich aus ganzem Herzen. Liebe Carolina, erzähl von deiner Arbeit. Ja, hallo, Entschuldigung, das Telefon hat geklingelt. Ich bin jetzt gerade an der Arbeit, wie du weißt. Ich bin halt quasi fast immer an der Arbeit, weil das meine Leidenschaft ist. Wie du weißt, ich habe früher in der Beauty-Branche gearbeitet. Ich bin ausgebildete Kosmetikerin. Und mein Traum war aber immer, was mit Menschen zu machen, was Tieferes, was im Bereich, wo man junge Menschen oder auch Erwachsene unterstützen kann, wo man die motivieren kann, wo man die stärken kann. Und ja, somit habe ich mit meinem Mann hier die Wohngruppe vor mehreren Jahren gegründet. Mittlerweile ist fast 6 Jahre hier, wo die Flüchtlingskrise aus Syrien gekommen ist nach Deutschland. Da haben wir uns gedacht, dass wir zwar sehr, sehr gutes Leben führen konnten, sehr gutes und ruhiges Leben führen konnten, aber das war für uns irgendwie nicht erfüllbar. Wir wollten was mit unseren finanziellen Mitteln erschaffen, was Sicherheit bietet. Dementsprechend haben wir eine Wohngruppe aufgemacht für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und weiterhin haben wir die dann umgewandelt für eine Wohngruppe, wo wir betreuen Kinder mit seelischer Behinderung, Kinder, die Bindungsproblematik haben und Kinder, die oft, ja, ich sage immer, das ist die Endstation quasi, die aus mehreren Wohngruppen schon ja, rausgeflogen sind, die zu Hause nicht mehr wohnen können, die keine andere Perspektive haben, genau. Und ich finde das so wunderbar, dass ihr wirklich diese Kinder aufnehmt, dass ihr für diese Kinder da seid. Ich durfte die persönlich kennenlernen und das sind doch ganz wunderbare Menschen, die einfach einen katastrophalen, schrecklichen Start ins Leben hatten. Und ich bewundere dich, dass du diesen Menschen oder diesen Kindern so hilfst mit allen Traumata, dass du sie wirklich aus diesen schrecklichen Familien rausholst und sie dann wie eigene Kinder annimmst. Das bewundere ich sehr. Ja, ist nicht immer einfach, weil man muss dazu sagen, dass auch in diesem Bereich ist auf jeden Fall die Haltung. Also ich musste auch innerhalb von diesen Jahren lernen, eine bestimmte Absatz, also Abstand, Distanz zu den Kindern zu haben, weil sonst gehst du richtig kaputt. Also wenn du nur leidest mit, dann kannst du nicht mehr helfen. Dann bist du auch nicht geeignet für dieses Bereich. Bist du auch nicht geeignet für diesen Beruf. Und ich gebe schon viel, aber ich habe auch ein wunderbares Team. Also alleine ist es nicht so, alleine schaffst du so eine tolle Wohngruppe nicht aufzubauen. Also du brauchst schon Mitarbeiter, die mit Herz, Leib und Seele dabei sind, die genauso wie du das zu ihrem Berufung gemacht haben, die möchten gerne wirklich was erreichen mit den Kindern und nicht einfach, sage ich mal, Job vom 8 bis 18 Uhr machen. Das wird hier nicht Das passieren. Geht auch in dem Bereich nicht. Das ist kein Standardjob, sondern das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch manchmal meine eigene Familie, sage ich mal, auf zweitem Platz stelle. Ich bin auch Mama von 2 wunderbaren Kindern, aber die verstehen das auch. Also wir haben mittlerweile so ein gutes Familiensystem, dass sie das verstehen, dass die Mama nachts manchmal kommen hier muss. Also ich bin eine Kinderschutzfachkraft und eine Geschäftsführerin. Deshalb bin ich bei vielen Entscheidungen und Krisensituationen dabei und muss auch immer erreichbar sein. Somit verstehen meine Kinder, wenn ich mich anziehe und mich verabschiede und sage, okay, ich gehe jetzt da und die freuen sich und fiebern mit und fragen dann manchmal, und ist alles gut gelaufen, ja? Also das ist für die auch sehr wichtig. Und das ist, wenn du gute Background hast in Familie, wenn du einen Partner hast, der das versteht und deine Familie das versteht, dann kannst du diesen Job machen. Ansonsten alleine funktioniert das selten. Das stimmt, das ist mega wichtig. Und ich finde das
so schön, wenn man in seinen Beruf die Familie mit einbeziehen kann. Und auch wenn die Kinder nebenbei mit groß wachsen und sehen, was das bedeutet. Das finde ich total klasse, weil die kriegen ja dann auch eine andere Sicht auf die Dinge und wissen, viele Dinge sind nicht selbstverständlich. Genau, und für die Kinder hier in Second Home ist das auch wichtig, weil meine Söhne kommen auch ab und zu hier oder rufen hier an oder der Kleine, wo ich ihm noch gestillt habe, dann war der auch dabei. Und da haben die auch gesehen, ich mache keinen Unterschied. Also ich behandle genauso meine Kinder wie die Kinder hier vor Ort und das ist gerecht. Und meinen Kindern habe ich auch immer erklärt, wisst ihr, das ist die Zuhause von den Kindern hier und wir sind hier nur zu Gast. Deswegen müssen wir das auch respektieren alles. Wir müssen die Grenzen respektieren. Wir müssen auch respektieren, wenn jemand mit uns jetzt gerade nicht sprechen will oder nicht spielen will. Das war auch so eine Herausforderung von meinem Großen, weil er auch sehr sozial ist und er wollte auch immer, ja, hier, ich will mitspielen und nicht was machen. Und der eine oder andere hat gesagt, nein. Und damit konnte er erstmal nicht klarkommen. Aber das habe ich ihm erklärt, ja, guck mal, du bist hier zu Gast, das ist ihr Zuhause. Ja, und das ist das Schöne dabei. Und mittlerweile, wenn es Sommer gibt oder Sommerfeste gibt, dann fragen auch alle, und wann kommt der Maximus, wann kommt der Arcadius oder wollen wir mal grillen zusammen oder auf Trampolin springen? Das ist so untypisch in einer Wohngruppe, finde ich, weil das sehr familiär hier sein sollte. Und genau das erwarte ich von meinen Mitarbeitern. Und das bewundere ich an dieser Wohngruppe, weil oft ist es ja in Kinderheimen auch ganz schrecklich. Und die Kinder werden da furchtbar behandelt. Da holt man sie eigentlich aus ganz grausamen Familien raus, aber es geht ihnen da, wo sie dann sind, gar nicht wirklich besser. Genau, also es gibt leider Wohngruppen oder diese Institutionen sind, ich nutze dieses Heim so ungern, dieses Wort Heim, das ist so stigmatisiert, aber ich weiß, was du meinst, sehr in Verrufung gegangen, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es verstehen. Ich habe hier auch erlebt, Kinder, die mir erzählt haben, Horrorgeschichten, was sie in KJPs erlebt haben, also in Kinder- und Jugendpsychiatrie oder in Pflegefamilien oder auch in anderen Wohngruppen. Und ja, diese emotionale Pacing, die ich dann gegeben habe, dann haben die mich manchmal so angeguckt, ist das jetzt echt wie die Frau so? Also ich habe dann auch gesagt, ich finde das ganz furchtbar und das tut mir für euch leid. Und das, was ihr durchgemacht habt, das durfte euch nicht passieren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste an dem Job. Du kannst ein super Konzept haben, du kannst tolle Mitarbeiter haben, du kannst ein super Haus haben und solche Pädagogik und solche Therapie. Aber wenn du diese emotionalen Pacing nicht mitbringst und die Beziehung nicht aufbauen kannst, dann bist du gescheitert, finde ich, in dem Bereich. Dann hilft dir der Rest überhaupt gar nichts. Das stimmt. Aber es ist so, so schlimm, wenn du das so erzählst. Ich bin auch Mama aus Leidenschaft und mit ganzem Herzen. Und wenn du mir sagst, dass Kinder Angst haben vor Nähe, vor Liebe oder daran zweifeln, ob die echt ist, da bricht mir das Herz. Das finde ich so schrecklich. Ja, die haben das auch nicht, viele von denen nicht kennengelernt. Ne? Also ich habe auch mit Eltern zu tun, die nicht empathisch sind oder die ihre eigenen Kinder nicht in den Arm nehmen können, mit Eltern zu tun, die das nicht interessiert, wie es dem Kindern geht. Es gibt solche und solche. Ich habe auch mit wunderbaren Eltern zu tun. Also so ist es nicht, dass die alle aus ganz schwierigen Verhältnissen kommen. Es ist nicht mehr heutzutage so. Es passiert auch in ganz normalen Zuhause, wo zum Beispiel Trauma passiert ist oder aus unterschiedlichen Gründen, weil ein Familienmitglied gestorben ist oder jemand an Krebs erkrankt ist oder ein Kind Depression bekommen hat. Deswegen dürfen die nicht mehr zu Hause leben oder können die nicht mehr zu Hause leben, weil die Eltern sich Hilfe holen und sind in dem Fall sehr vernünftig. Ja? Und wir haben eine sehr gute Quote, wenn es um Rückkehr in Familie. Also, dass wir viele Kinder, die bei uns waren, auch dass die geschafft haben, zurück nach Hause zu gehen. Ja, nicht überall ist das möglich, aber das ist schon passiert. Und deswegen, was wollte ich eigentlich sagen, Anna, ich habe mich verrennt. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass es so schlimm ist, dass die Kinder Angst davor haben, Liebe anzunehmen, weil sie nicht wissen, ob es echt ist. Ja, die wissen nicht, ob echt ist. Die haben auch Probleme, wenn es neue Personen kommen und sich mit dem beschäftigen wollen. Die bringen dich auf die Probe. Die werden dich erstmal provozieren, zu gucken, wie weit diese Beziehung
aushält. Ist die wirklich für mich da oder lässt sie mich auch wieder fallen oder eher, wenn ich hier was Doofes mache und wenn ich ausraste, aggressiv werde. Ja, also aushalten ist auch so ein Wort, den wir hier, sage ich mal, in unserer pädagogischen Bibel haben. Ja, und das ist erschreckend und das ist traurig und deswegen dieses Vertrauen zu gewinnen, ist nicht einfach. Und das, was in der Vergangenheit passiert ist, das können wir leider nicht ändern. Wir können nur eine gemeinsame Zukunft mit den Kindern gestalten. Und das ist so schön, dass ihr diesen Kindern diese Chance gebt und dieses zweite Zuhause gebt, dass die ja aufgefangen werden und aus ihrem Leben noch was machen können. Und dass die sehen können, dass nicht alles schrecklich und furchtbar ist. Genau, also, die fragen mich manchmal so, was ich mir denn so wünschte. Ne? Also, ja, was wünschtest du dir denn von uns oder ne, wenn ich Geburtstag habe oder wenn es Weihnachten ist oder allgemein. Und ich sage, ich wünsche mir nur, dass es euch gut geht. Und das ist wirklich, wirklich wahr. Also mein Herzenswunsch ist wirklich, dass die irgendwann, wenn die hier rausgehen, entweder in Verselbstständigung oder wieder nach Hause oder sonst wo, dass sie sagen können, hey, das Second Home, das war wirklich was ganz Tolles, was mir passiert ist. Das hat mir Stabilisierung in mein Leben gegeben, das hat mir Halt gegeben, das hat mir viele gute Erinnerungen gegeben, das hat mir Menschen gegeben, die sich um mich gekümmert haben. Ja, und das reicht. Weißt du, das alleine, das reicht nicht, genau. Ich erwarte gar nichts. Das ist das allergrößte Geschenk, ja. Wenn man das sagen kann und wenn die sich hinterher melden und erzählen, was aus ihnen geworden ist, das ist wirklich das größte Geschenk. Da brauchst du keine anderen Geschenke, kein Geld, kein gar nichts, das reicht. Genau. Manchen kannst du leider nicht helfen. Manche Seelen sind einfach so individualisiert, dass sie einfach ihre eigenen Wege gehen wollen. Und da kannst du machen, was du möchtest. So viel Aufklärungsarbeit oder Beziehungsarbeit leisten. Die haben einfach ihren Weg, die für sie bestimmt ist. Und ich treffe manche Kinder, die leider aus der Jugendhilfe raus sind und die, sage ich mal, immer noch so ein Leben führen. Ja, komme ich heute, komme ich morgen, keine richtige Ausbildung und so weiter. Aber die sind glücklich, trotzdem sind die glücklich. Und ich glaube, das ist an uns zu akzeptieren, dass jeder seinen Weg hat. Nicht jeder Mensch muss studieren gehen, nicht jeder Mensch muss irgendwelche berufliche Verwirklichung machen. Manche Menschen sind einfach glücklich, die ersten 10 oder 15 Jahre nach Auszug hier einfach so zu existieren. Und das ist schwer zu akzeptieren, weil unsere Gesellschaft sehr leistungsorientiert ist. Ja? Aber das muss man einfach lernen. Wir müssen lernen. Das musst du lernen. Und wenn man dann aber weiß, es geht ihnen ehrlich gut, sie sind nicht auf der schiefen Bahn, nehmen keine Drogen oder Alkohol oder irgendwas, sondern es geht ihnen gut und sie kommen ja, mit wenig Geld zurecht, dann ist es wirklich, glaube ich, okay. Ja, sehe ich genauso. Carolina, suchst du im Moment noch Arbeitskräfte? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Unterstützung? Dann nutz das bitte als Aufruf. Ja, ich suche Arbeitskräfte und weil ich ein neues Projekt mache, das weißt du, also ein Second Home 2.0 und es sollte eine Verablick Gruppe, Wohngruppe mit Verselbstständigung und auch in Obhutnahme und eine Beratungsstelle. Also ich brauche auf jeden Fall 10 neue Mitarbeiter, definitiv 10 neue Vollzeitkräfte, die Lust und Spaß haben, die qualifiziert sind, aber die vor allem Herz haben und nicht alles mit nach Hause nehmen und sich verletzt fühlen, wenn das Kind das eine oder andere sagt oder tut, sondern einfach verstehen, okay, das ist jetzt in der Situation so, das ist wie zu Hause, es gibt nicht nur schöne Tage und morgen ist schon wieder ein besserer Tag. Sehr schön, dann wünsche ich dir, dass wir jetzt ganz viele Mitarbeiter finden. Sag mir, wenn das Eltern hören oder Menschen, die hören, wo sie wissen, den Kindern geht es nicht gut, wie können die mit dir Kontakt aufnehmen? Wir haben eine Website, wir sind auch auf Instagram und Facebook vertreten. Auf unserer Website ist unsere E-Mail-Adresse und meine Handynummer und die können jederzeit anrufen und Fragen stellen. Und die Eltern haben Wünsch- und Wahlrecht. Also die Eltern dürfen entscheiden, in welche Wohngruppen ihre Kinder gehen, ja, und mit welchem Konzept. Ist oft nicht bewusst und das ist oft problematisch. Und wir machen das auch so, dass die Eltern oder die Vormunder oder die Kinder hier persönlich kommen und sich das anschauen sollten und selbst entscheiden, fühle ich mich hier gut, ist die Atmosphäre für mich in Ordnung, sind die Menschen mir sympathisch genug, kann ich hier wohnen
oder kann ich das nicht? Ne? Also das sollte schon ein langfristiges, also längerfristiges Bleiben sein und nicht nach 2 Wochen sagen wir, nee, das klappt nicht und leider musst du die andere Wohngruppe suchen, weil das tut immer was mit dem Kind. Ne? Also so ein Ablehnen oder so eine Beendigung der Maßnahme tut immer was mit dem Kind und deswegen versuchen wir das sehr, sehr sorgfältig zu überprüfen. Ein Traum. Ich werde all deine Daten unter dem Video und unter dem Podcast auf jeden Fall verlinken, sowohl für Mitarbeiter, die Interesse haben und auch wenn jemand Hilfe braucht, schreiben wir das hier unten drunter, dass man dich auf jeden Fall erreichen kann. Ich danke dir ganz herzlich. Tausend Dank. Also ich habe mich riesig gefreut. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück, viel Erfolg und den Kindern ein wunderbares Zuhause. Du bist so ein toller Mensch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Anja, das kann ich nur zurückgeben und ich danke dir auch ganz herzlich. Wir hören voneinander. Sehr gerne. Alles, alles Gute. Tschüss.